So, kleinen Moment noch, gleich geht's los. Ich beantworte mal kurz noch die eine Nachricht hier auf WhatsApp und gucke nochmal auf Instagram. Hi, hier ist wieder der Fabi von Happy Hippocampus und in diesem Video soll es genau darum gehen, wie du mögliche Störquellen, Ablenkungen vermeidest, damit du eben wirklich fokussiert und konzentriert lernen kannst und damit dir einfach viel Zeit beim Lernen sparen kannst. Und gleich zum ersten Thema, das Handy, wahrscheinlich von den meisten von euch Stör- und Ablenkungsquelle Nummer 1. Und da kann ich dir nur wirklich den Tipp geben, ich kenne es von mir selbst auch, das Handy liegt irgendwie nebendran am Schreibtisch, irgendwelche Meldungen, Pop-ups gehen hoch. Und da kann ich dir wirklich empfehlen, versuch mal das Handy entweder auf lautlos zu stellen oder ganz auszumachen und besser noch, was bei mir auch zum Teil ja am besten funktioniert hat, das Handy einfach mal vielleicht in einen anderen Raum zu legen, dass du die Hürde oder dass die Hürde einfach nochmal größer ist, einfach nicht gleich mal das Handy zu nehmen, sondern dass ja du vielleicht aufstehen musst, in einen anderen Raum gehen musst, damit du überhaupt an dein Handy kommst. Und du kannst dich wirklich mal selbst beobachten, wie oft du beim Lernen, wenn du eigentlich konzentriert sein möchtest, vielleicht doch mal schnell zum Handy greifst oder doch mal schnell irgendwie noch eine kurze Nachricht auf WhatsApp, wie auch immer, beantwortest. Beobachte dich mal selbst und wie gesagt, ich kann dir es nur empfehlen und ans Herz legen, versuche einfach mal dein Handy komplett beim Lernen außen vor zu lassen, es irgendwo anders hinzulegen und du wirst sehen, das wird einen krassen Effekt haben, weil wir oft gar nicht merken, wie oft wir uns einfach vom Handy ja ablenken lassen. Das andere ist, es gibt auch coole Apps auf dem Handy, wo man sagt, okay, das ist jetzt eher auch langfristiger gesehen, dass du sagst, pro Tag, ich will nur, was weiß ich, eine halbe Stunde auf Instagram verbringen. Dann gibt es so Sperren und Apps, die dann eben dich quasi nicht mehr auf WhatsApp lassen oder auf Instagram, wie auch immer. Bringt auch was, gerade wenn du vielleicht dich selbst beobachtest und merkst, boah krass, du bist vielleicht 3-4 Stunden auf Instagram unterwegs und müsstest eigentlich oder solltest eigentlich die Zeit sinnvoller nutzen, indem du lernst. Das Blöde ist, gerade bei solchen Ablenkungen, du bist vielleicht konzentriert, fokussiert, dann geht irgendwie, kommt eine WhatsApp-Nachricht rein und wenn es nur irgendwie 10 Sekunden sind, wo du drauf schaust, du verlierst dann einfach den Fokus und die Konzentration, wirst rausgerissen und brauchst dann wieder Zeit und Energie, dass du wieder in den gleichen Zustand kommst wie davor, dass du wieder konzentriert, fokussiert bist, gerade wenn du vielleicht ein paar Minuten dich ablenken lässt, braucht es auch wieder Zeit einfach, sich mit der Thematik einfach wieder vertraut zu machen. Und so geht dann viel Zeit und Konzentration flöten. Deswegen versuch wirklich mal dein Handy und weitere Ablenkungen, auf die ich gleich noch zu sprechen komme, einfach auszuschalten. Dann eine weitere Störquelle. Du lernst wahrscheinlich am Laptop, am Tablet, wie auch immer. Und da hat man ja öfters auch irgendwelche Pop-ups, die auftauchen. Es kommt eine neue Mail rein und so weiter. Und da kann ich dir auch nur empfehlen, einfach diese ganzen Pop-ups, irgendwas, was aufblinkt, aufleuchtet, Töne von sich gibt, einfach mal rigoros auszustellen. Oder auch gerade, wenn du irgendwie im Browser vielleicht lernst mit irgendwelchen Lernplattformen oder so, dass du versuchst, möglichst alle anderen Browser oder Tabs zu schließen, weil oft ist man dann doch geneigt oder das kennst du vielleicht auch so. Man hat dann irgendwie einen Gedanken vielleicht schon ans Wochenende und denkt, ich mach mal schnell einen Tab auf, ich guck mal, wie das Wetter am Wochenende wird oder so. Von daher versuch wirklich, dir vorzunehmen, wenn du lernst, alles zu schließen am Laptop und alle Pop-ups und so weiter, was dich irgendwie ablenken können, auszustellen und dir dann wirklich bewusst Zeit zu nehmen, in der Lernpause vielleicht, dass du sagst, so, jetzt gehe ich an mein Handy, jetzt google ich das, was mir spontan vielleicht in den Gedanken gekommen ist, dass du aber dir wirklich mal vornimmst und es kann am Anfang auch erstmal eine kürzere Zeit sein, zu sagen, okay, ich setze mich jetzt hin, vollen Fokus, eine halbe, dreiviertel Stunde mache ich nichts wirklich anderes, außer zu lernen. Und klar, das sind jetzt vielleicht alles recht simple, einfache Tipps, du hast die schon gehört. Und das Ziel mit dem Video wäre, dass ich dich einfach ein bisschen motivieren und ermuntern kann, das wirklich mal umzusetzen. Und du brauchst jetzt auch nicht vielleicht gleich anfangen, alle Störquellen auszuschalten, aber vielleicht sagst du, okay, ich nehme jetzt mal vor, eine Woche lang komplett ohne mein Handy zu lernen und sagst, oh, das hat schon so gut geklappt, jetzt schaue ich mal, was ich vielleicht noch an Störquellen beseitigen kann. Weil oft ist es so, wenn man sich dann so viel vornimmt, dann macht man das vielleicht einen Tag und in der restlichen Woche lässt man es dann schon wieder sein, weil man sich dann so komplett umstellen muss beim Lernen. Fang also klein an und wie gesagt, das sind relativ simple Techniken. Du hast vielleicht oder wahrscheinlich eh schon alles gehört, aber wie gesagt, versuch einfach mal und wenn es nur eins ist und wenn es die Sache mit dem Handy ist, du wirst sehen, es wird schon echt krass viel Zeit dir sparen können beim Lernen, wenn du eben fokussiert bleibst.
Dann noch eine andere Sache. Du wohnst vielleicht zusammen mit einer Freundin, Freund oder in der WG oder es Telefon klingelt und so weiter. Kann ich dir die Empfehlung aussprechen, einfach zu sagen, pass auf oder die Leute, deine Bekannten, Freunde zu informieren und zu sagen, pass auf, unter der Woche, in der und der Zeit möchte ich einfach nicht gestört werden oder du machst so ähnlich wie in einem Hotel, hängst vielleicht an deinem Zimmer, an deinem Büro einen Zettel hin, bitte hier und da mich nicht stören und sagst es den Leuten und dann werden das sicherlich auch die meisten oder alle respektieren und das ist auch ein Mittel, dass du sagst, okay, du wirst nicht auf einfach von irgendwelchen Leuten gestört, obwohl du gerade mitten in einem Thema vertieft bist und das lernen möchtest. Wie gesagt, ein kleiner Tipp, einfach den Leuten zum einen Bescheid geben oder einfach ein kleines Zettelchen an die Tür hängen, dass du wirklich dann ja ungestört lernen kannst. Dann, was auch noch gut ist, möglichst alle Gegenstände auf dem Schreibtisch zu beseitigen, die dich auch irgendwie ablenken können, neben dem Handy und solche Sachen, wo man dann auch vielleicht mal ein bisschen dran rumspielen kann oder mal kurz in die Hand nehmen kann und so weiter. Und andersrum wiederum solltest du versuchen, wenn du dich zum Lernen hinsetzt, vielleicht eine Wasserflasche mitzunehmen. Aber das kann vielleicht für manche auch schon eine Störquelle sein, weil man dann geneigt ist, irgendwie alle 5 Minuten mal einen Schluck Wasser zu nehmen. Das könntest du dann vielleicht auch auf deine Lernpause verschieben. Versuch wirklich, dir alle Utensilien, die du fürs Lernen brauchst, vielleicht Bücher, Laptop, Tablet und so weiter, alles schon parat an deinem Schreibtisch zu haben, weil das kann auch störend sein, wenn du gerade lernst und merkst, oh shit, jetzt brauche ich noch das Buch, jetzt muss ich vielleicht in einen anderen Raum laufen, dass du wirklich alle Utensilien, die du nicht brauchst, beseitigst vom Schreibtisch und die, die du wirklich zum Lernen brauchst, dir schon, wenn du dich eben aufmachst zum Lernen, alle parat legst, damit du dann eben da auch nicht irgendwie rausgerissen wirst. Und was ich dir in dem Zug auch empfehlen kann, versuch mal einen Tag dir vorzunehmen, das kannst du dann dir auch aufschreiben, welche Sachen du oder welche Sachen dir auffallen beim Auswendiglernen oder beim Lernen, wenn du dich konzentrieren möchtest, die dir dazwischen kommen, die dich ablenken. Und so machst du dir zum einen überhaupt erstmal bewusst, welche Ablenkungsquellen habe ich überhaupt, was stört mich, weil vieles merkt man vielleicht gar nicht oder ist es schon so gewohnt. Und das zeigt dir dann, oh krass, okay, ich habe vielleicht 10 Sachen, die mich irgendwie vom Lernen abhalten oder stören oder unterbrechen. Und versuch dann, wie ich vorhin schon gesagt habe, so dir immer schrittweise mal vorzunehmen, das möchte ich jetzt mal vermeiden oder irgendwie diese Störquelle möchte ich einfach beseitigen beim nächsten Mal beim Lernen. Und dass du dich so Step by Step vorarbeitest, dass du immer konzentrierter und fokussierter bleiben kannst beim Lernen, wenn du eben die ganzen Störquellen peu à peu quasi beseitigst. Und damit du dann eben motiviert bleibst, das auch länger durchzuziehen, mach's wie gesagt wirklich so, versuch dich dann in der Lernpause oder am Tag abends dann wirklich irgendwie zu belohnen mit dem, was du, wo du vielleicht Lust drauf hast, wo du dich freust schon, dass du quasi motiviert bleibst und so das dann auch wirklich länger durchziehst, als wenn du das jetzt irgendwie einmal machst und dann so, das für dich so demotivierend war, dass du das dann die nächsten Tage, nächsten Wochen, Monate dann gar nicht mehr so umsetzt. Genau, dann noch ein kleiner weiterer Tipp, auch recht simpel, versuch vielleicht einfach mal aus deinen 4 Wänden zu gehen. Du lernst vielleicht daheim am Schreibtisch, da sind dann viele Ablenkungen, du kannst dir schnell mal was zu essen holen und so weiter, alles, was ich gerade eben ja schon angesprochen habe. Und da ist es schon oft sehr hilfreich zu sagen, okay, ich gehe vielleicht an 2, 3 Tagen in der Woche einfach mal in die Bib. Du kannst ja da auch zum Teil so kleine Kämmerchen ja anmieten, wo du wirklich eigentlich keine Ablenkung mehr hast, weil du da alleine dort sitzt oder ja gehst einfach in so einen Lesesaal und lernst dort, weil dann hast du dort schon mal viel weniger Ablenkung und ich finde, es hat auch so eine Aura, dass man viel fokussierter ist, weil alle Leute neben dir quasi auch lernen und sich konzentrieren. Dann fällt es einem selbst oft auch einfacher, dann wirklich fokussiert zu bleiben und wie gesagt, wenn dann weniger Ablenkungen allein dort schon im Umfeld sind, hat es natürlich auch positive Effekte. Dann dazu vielleicht noch eine kleine Anekdote von mir persönlich. Und zwar, viele wissen es vielleicht schon aus unseren Videos hier auf YouTube, dass ich relativ lang Gedächtnissport recht intensiv gemacht habe. Und da geht es natürlich auch darum, möglichst guten, krassen Fokus, um sich möglichst gut top zu konzentrieren. Und damals, bevor ich mit dem Gedächtnissport angefangen habe, war es so, ich konnte mich auch nicht wirklich gut konzentrieren oder irgendwie über einen längeren Zeitraum. Und da habe ich gemerkt, dass man echt diese Konzentration krass trainieren kann. Es gibt zum Beispiel eine Disziplin, da muss man sich in einer kompletten Stunde möglichst viele zufällige Zahlen einprägen. Ich habe damals so um die 1000 Stück dann geschafft. Und das konnte ich nur schaffen, indem ich mich nicht einfach irgendwie hingesetzt habe einmal und versucht habe, mich eine Stunde lang zu konzentrieren, sondern es war einfach auch Training, was man über die Zeit einfach ja aufgebaut hat. Und damit will ich dir nur sagen, du kannst wirklich deine Konzentrationsfähigkeit und deinen Fokus enorm trainieren, indem du einfach dich hinsetzt, versuchst, okay, heute mache ich mal 20 Minuten. Du kannst auch mit 15 Minuten anfangen, voller Fokus, ohne Ablenkung.
Dann kannst du es ausbauen, mal eine Dreiviertelstunde, und irgendwann schaffst du es vielleicht eine Stunde oder länger, dich wirklich komplett drauf zu fokussieren. Und im Gedächtnissport ist es dann wirklich so gewesen, du musst dann in dieser Stunde möglichst schnell, möglichst viele dir zum Beispiel eben zufällige Zahlen einprägen, das noch fehlerfrei. Und das ging eben nur, indem man davor trainiert hat, mit 5 Minuten Disziplin angefangen hat, dann mit 10, 20, halbe Stunde und hat es so nach und nach ausgebaut. Damit will ich dir auch nur sagen, wenn du sagst, boah, du bist sowieso nicht jemand, der einen krassen Fokus und krasse Konzentration mitbringt, dass man das wirklich auch trainieren kann. Und wenn du dann auch die Störquellen beseitigst und einfach dir aneignest, dich wirklich zu konzentrieren, zu fokussieren, lernst du zum einen effektiver. Und was dann eben damit einhergeht, dass du beim Lernen und auch danach, weil du weniger wiederholen musst, wenn du konzentriert bist und die Sachen einfach dann auch schneller drauf hast, dass du dir enorm viel Zeit sparen kannst. Ja, und schreib mir gerne mal in die Kommentare, was bei dir vielleicht die größte Ablenkungs- oder Störquelle beim Lernen ist. Und sag mir gerne auch mal, ob dir solche Videos gefallen haben, die jetzt nicht direkt irgendwas mit Lernen, Lerntechniken zu tun haben, ob dich das eben auch interessiert oder ob du sagst, ich soll lieber mehr Videos machen, allgemein zu Lerntechniken, zu ja, Anwendungen von Lerntechniken, oder dass wir wieder Videos veröffentlichen, wo wir dir wirkliche Merkvideos mit Gedächtnispalästen zeigen. Also gib da gerne mal Feedback, dann weiß ich einfach, ja, was dich oder euch einfach mehr interessiert, und dann kann ich das gerne ja so umsetzen. Wenn das Video gefallen hat, lass gern Daumen nach oben da. Abonnier auf jeden Fall auch. Ich habe vorhin erst gesehen, dass fast über 90% der Leute, die unsere Videos schauen, noch gar nicht abonniert haben. Also jetzt spätestens auf jeden Fall, kostet dir nichts, unseren Kanal abonnieren. Auf jeden Fall gerne auch das Glöckchen aktivieren. Dann verpasst du auf jeden Fall kein Video und bekommst dann eine Benachrichtigung, wenn es wieder neue Videos von uns gibt. Ja, dann wünsche ich dir jetzt viel Erfolg, viel Konzentration und Fokus beim Lernen, und wir sehen und hören uns dann im nächsten Video. Mach's gut, ciao.